Halliges Hallo zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch diesmal zeigen, was meine Lieblingsspiele sind, beziehungsweise meine ganze Spielesammlung, was ich bei mir daheim noch rumliegen habe, von meinen alten Konsolen. Meine neueste Konsole ist die normale Wii, aber ich habe auf jeden Fall vor, mir meine PS4 zu holen, vor allem wenn das neue Kingdom Hearts 3 hoffentlich mal irgendwann rauskommt, dann werde ich mir auf jeden Fall eine holen. Ich habe übrigens von Assassination Classroom eine Krawatte. Oh, ich finde die so süß. GTA San Andreas ist auf jeden Fall mein Lieblingsrennspiel, was immer sehr viel Spaß bereitet und niemals langweilig wird. Beyond Good and Evil ist auf jeden Fall eins meiner Lieblings-PlayStation-Spiele. Es ist einfach extrem abwechslungsreich und hat eine tolle Story. Kingdom Hearts bietet neben diversen Disney-Charakteren und Welten auch einfach eine super Handlung und eine tolle Grafik. Der Nachfolger Kingdom Hearts 2 hat mir noch besser gefallen, da man Zwischensequenzen einfach wegdrücken kann und das Kampfsystem verbessert wurde. Final Fantasy X hat eine tolle Story und eine wundervolle Grafik, aber das Kampfsystem von Kingdom Hearts gefällt mir einfach besser. Final Fantasy X2 fand ich auf jeden Fall schwächer als den Vorgänger, da ich die Handlung einfach nicht mehr so gut fand. Final Fantasy VII Dirge of Cerberus, sorry, falls ich es jetzt falsch ausspreche, fand ich nicht so gut, es ist halt einfach ein Shooter. Ich mag die Devil May Cry-Reihe wirklich sehr gerne und fand das Spiel für die PS2 auch echt gut, aber mir persönlich gefällt es für die PS3 besser. Persona 4 ist eins meiner RPGs-Highlights, da es einfach eine Wahnsinnsstory hat, coole Charaktere und ein klasse Kampfsystem. Tekken 4 war sogar mein erstes PlayStation-Spiel und ich habe es super gerne und super viel schon gezockt. Der Nachfolger Tekken 5 hat mir einfach von den Charakteren und von der Handlung, die man natürlich auch im Story-Modus spielen kann, besser gefallen. Soul Calibur 2 bietet einfach nicht zu viele Charaktere, von der Grafik ist es auch wirklich nicht so gut, aber an sich mag ich die Spiele sehr. Soul Calibur 3 ist wirklich eins meiner Lieblings-Beat'em-Ups und macht mir super viel Spaß, hat tolle Charaktere und eine klasse Story. Oh, anscheinend bin ich doch eine Frau. Zu meinen Lieblings-PlayStation 2 Spielen gehört auch die abwechslungsreiche SingStar-Reihe. Nun komme ich zu den PSP-Spielen und Tekken 6 bietet wirklich verschiedene Charaktere, verschiedene Kampfstile und macht super viel Spaß. Final Fantasy VII Crisis Core ist wirklich ein gutes Spiel, aber ich musste extrem heulen. Kingdom Hearts Birth by Sleep ist das beste PSP-Spiel, was ich bisher gespielt habe. Ich liebe halt eh die Reihe. Von diesem Final Fantasy Beat'em Up bin ich nicht so begeistert. Es macht insgesamt schon Spaß, aber es ist auf jeden Fall verbesserungsfähig. Ich liebe die Ratchet & Clank-Reihe und vor allem das PSP-Spiel macht super viel Spaß, hat eine tolle Grafik und eine super Story. Ich muss sagen, dass ich wirklich noch ein großer Lego-Fan bin und von Harry Potter auch. Und die Kombi aus beiden macht wirklich sehr viel Spaß. Viva Pinata war ganz okay, aber ich fand auf jeden Fall Animal Crossing, was ich leider verschenkt habe, um einiges besser. Für jeden Final Fantasy-Fan ist das Nintendo DS-Spiel Chocobo Tales einfach ein Muss. Es ist super süß und die Minispiele machen echt Spaß. Das Kingdom Hearts Spiel für Nintendo DS fand ich gut, aber ich muss sagen, dass mir die Missionen nicht ganz so gut gefallen haben, aber ich mag Roxas sehr. Gut, dass das Gameboy Spiel einfach die schönste Hülle hat. Mir hat dieses Kingdom Hearts ganz gut gefallen, aber das Kampfsystem mit den Karten war nicht so meins. Mario Kart Double Dash ist für mich das beste Mario Kart und macht super viel Spaß mit Freunden und wird nie langweilig. Die Wii Sing-Spiele machen mir wirklich sehr viel Spaß, aber die SingStar-Reihe fand ich besser, da mir da einfach die Songs besser gefallen haben. Fragile Dreams ist wirklich ein cooles Anime-Spiel, was ich auch nur ans Herz legen kann und
was mir auch schon große Freude bereitet hat. Bei New Blood kann man für die Wii Operationen durchführen, was aber einiges an Geschick benötigt und echt schwer ist teilweise. Chocobo Dungeon ist ein wirklich süßes Rollenspiel, was aber leider nicht wirklich total viel Abwechslung bietet, aber trotzdem extrem viel Spaß gemacht hat. Die Tales of Spiele mag ich wirklich sehr gerne. Tales of Symphonia hat eine super Story und tolle Charaktere. Der Anime ist auch wirklich sehr empfehlenswert. Einer meiner All-Time-Favorites ist auf jeden Fall Wii Sports. Ich mag besonders gerne Bowling, aber auch Tennis. Macht mir sehr viel Spaß. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Dragon Ball Z ist einfach mega geil und das Spiel für die Wii auch. Ich als großer Pokémon-Fan und Fotografie-Fan finde natürlich Pokémon Snap einfach ziemlich gut und kann es auch sehr empfehlen. Ich komme jetzt zu meinen PC-Spielen und Diablo spiele ich einfach extrem gerne mit Freunden und bereitet mir immer wieder Freude. Wenn man sich mal in eine andere Welt flüchten möchte, ist auf jeden Fall Sims eine super Option und besonders Sims 3 spiele ich gerne. Mein Lieblings-Final Fantasy-Teil ist bis jetzt auf jeden Fall Final Fantasy VII, weil für mich an die Story einfach nichts rankommt. Final Fantasy VIII ist mein zweitliebstes Spiel der Reihe und hat eine sehr außergewöhnliche Story, die mir sehr gut gefällt und ist an sich ein super Spiel. League of Legends oder einfacher gesagt LOL finde ich auch immer noch ziemlich gut, muss ich mal wieder aktiver spielen. Die Deponia-Reihe hat eine der besten Stories und verrücktesten Charaktere, die ich je erlebt habe. Zum Schluss kommen wir zu einem der Klassiker der Point-and-Click-Adventures, nämlich Monkey Island mit seinem sehr speziellen Humor, einfach einzigartig. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.